So, Leute, geht jetzt jeden Augenblick los. Muss noch ein, zwei Einstellungen machen. Ach, die haben ja auf YouTube ein paar Sachen geändert. Das ist ja geil. Damit muss ich mich mal nach dem Stream befassen. Okay. Gut. Ja, Leute. Tschüss, Amina. Nein. Bin so ein Idiot. Ich auch, was hier geht. Also Leute, herzlich willkommen zu dem heutigen Tuning-Treffen mit dem Motto Klassiker in den, ihr wisst schon, ich hoffe euch allen geht's gut. Ich gucke mal direkt alle, wer alles im Chat ist. Auf jeden Fall Grüße gehen raus an Dennis Jan, der hier gerade auch in der Party ist. Was geht? Hallo. Black TV Motor, Grüße gehen raus. HMR, Dejan, Supra ist am Start, Belsan, Anthony, this is She's You. 62er Army, Blood Gaming, Psycho ist auch da, GTA Wrecker, moin, grüß dich, Swizzy, was geht? Der echte Kasache, Kagdila. Was geht ab, Bro? Was geht, Ruven? Schön, dass du auch da bist, Digga. Rafa Miris, moin, moin. Gamer XD, grüß dich. Yannick ist auch da. Lukas, Grüße gehen raus. Tschüss, Blix. Können wir Motto Real Life Autos wagen, bitte, Bro? Müssen wir mal gucken, was wir nachher nehmen. Das können wir ja nachher entscheiden. GTA Marcello, grüß dich, bester Mann. Rapix, moin. Ricardo, hi, was geht? Bartosch, Grüße gehen raus. Tafik, was geht? Pyroknaller. Simon, was geht? Nils, bin wieder am Start, Digga. Herzlich willkommen. Lorenz, grüß dich. GamerXD, was geht? EL, Grüße gehen raus. Dirk ist am Start, Ibo ist am Start. Ja, Leute, so viele Leute direkt mal am Start. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und wie gesagt, das Thema sind heute Klassiker. Ich hoffe, ihr habt alle einen Klassiker. Grüße gehen raus. Casey Rabbits, Mega Olaf Bacardi, Joey, Logischer HD, Bergniveau, was geht? Ekef, Grüße gehen raus. Ja, Leute, also, wir sind aktuell 26 Leute in der Sitzung. Das heißt, ihr habt noch ein bisschen Platz. Wenn ihr wollt, könnt ihr reinkommen. Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit und gehen direkt mal die Autos waschen, bevor es wieder anfängt zu regnen. Doris Sisser, hi, grüß dich. Harry, freue mich schon, wenn der Stream nicht da. Dankeschön, Digga. Freut mich auf jeden Fall, dass du am Start bist. Grüße gehen raus an dich. Suicide Squad, grüß dich, Gorilla, wie geht's? Es gibt Getränke, Bacardi. Ja, moin. Jan, ich bin auch am Start. Grüß dich. Was geht? So, Leute, erstmal schön hier Autos waschen. Warum schaltet er die Lichter nicht ein? Also, ich bin hier heute mit der Savestra da. Ich nenne die Savestra. Habe ich letztens beim Budak gesehen. Hat mir sehr gut gefallen. Habe ich jetzt so ähnlich getunt. Grüße gehen raus an Budak, der hier gerade auch in der Sitzung ist. Frankie, hey, was geht? Grüße gehen raus. Im RX3 Mazda. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was für ein Auto das genau ist. King, KS, was geht? Mir geht's gut, Ibo. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Joey, auch an dich nochmal danke. Yannick. Huhu. Wie geht's dir? Was hast du heute so gemacht? Also, Bartosch, also wie gesagt, mir geht's soweit ganz gut. Ich war bis vorhin arbeiten und da dachte ich mir, schmeißt du noch einen Stream an? Man weiß ja nie, was morgen ist. Pyroknaller, kannst du meine Freunde grüßen? David und Halil. Natürlich, also Grüße gehen raus an David und Halil. Leon, hey Gorilla, wie geht's dir so? Warum ist der Stream so spät? Also wie gesagt, ich war bis eben arbeiten, deshalb auch so spät. Das echte Toast, was geht, Digga, auch an dich? Herzlich willkommen. Oh, sehr schön, guck mal, wie die Sonne hier untergeht. So, und wir sind aktuell 27 Leute in der Sitzung, drei Leute können hier noch rein.
So, ich muss aber auch nur mal an dieser Stelle sagen, gestern der Stream auch noch, gestern Abend, der war auch richtig chillig, richtig geil. Es ist ein Mazda Savanna. Nenne ihn aber RX3, okay. Nils Götze ist da. Oh, mein Bot. Genau, danke Nils. Danke, mein Bot. Digga, ich muss den aktivieren. Sonst gehen hier die Punkte flöten. Hey, die letzten Minuten will ich auch dazu haben, ne? Ja, die rechne ich dir an. Boah, ja, Feddert Astlan ist auch hier mit seinem Lambo. Grüße gehen raus an Feddert. Ja, Leute, ich freue mich auf jeden Fall, dass so viele Leute um die Uhrzeit am Start sind. So. Kann man kein VIP mehr werden? Doch, Psycho, man kann VIP werden. Wer will, kann das gerne werden. Einfach unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Oder du schreibst einfach Ausrufezeichen VIP. Anakin, was geht? Schön, dass du da bist, Digga. Grüße gehen raus an dich. Gorilla, bin extrem müde, werde pennen gehen, hören uns dann morgen Party. Spiel sauber, stream und schlaf gut. Okay, Harry, schön, dass du da warst und wir hören uns, Digga. So. Mann, aber ist das überhaupt richtig, was wir haben? Ja, ich sag mal, heute müssen wir jetzt nicht unbedingt alles so auf die Goldwaage legen. Machen wir ein bisschen. Also Autos, die, wie soll ich sagen, alt sind, ja, die gehen auf jeden Fall klar. Ja, okay, ich pack mir mal an. So, Anthony, Grüße gehen raus. Wäre auch gern gekommen, aber hab mehr Lust auf Family Guy. Boah, wie kann man mehr Lust auf was anderes haben als die Tuning-Treffen, Digga? So. Naja, ich warte jeden Tag auf die Benachrichtigung vom Stream. Nils, ganz einfach, komm zu uns im Discord. Der Discord ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du da reinkommst, dann kriegst du früher die Benachrichtigung, dann weißt du auch direkt, was für ein Thema wir machen. So, okay. Klassiker sind so schön in GTA. Das finde ich auch, Bacardi. Wir haben ja echt, also ich muss schon sagen, das muss man Rockstar lassen. Die haben echt schöne Klassiker hier am Start. Boah, wen gehört denn das geile Auto hier? Welches? Als Maul, Alter, als ob. So. Kann man dir eine FA schicken oder ist voll? Müsste jetzt gehen eigentlich. Kannst du den billigsten Klassiker zeigen? Den billigsten? Ich bin schon drin im Discord. Okay, nice. Der Boss Mario. Also, wie gesagt, ich guck mal hier gerade. Was ist der billigste Klassiker? Dazu geht ihr am besten bei Southern San Andreas Super Autos. Danach Preise sortieren. Sind die jetzt schon nach Preisen sortiert? Ja, so wie es aussieht. So, und dann gucken wir mal, der erste Klassiker, der uns entgegenkommt. Natürlich bin ich nicht allwissend, aber so wie es aussieht. Ne, warte, die sind nicht nach Preise sortieren, genau jetzt. Dann gucken wir mal direkt. Der Panda, hi, grüß dich. Saucys, geiler Name, Salam, wie geht's? Master Sin, Crazy Mods, Grüße gehen raus. So, okay. Das sind alles hier keine Klassiker. Das auch nicht. Ich glaube, das ist ein Muscle Car. Das ist auch ein Muscle Car da oben. Ich bin hier gerade im Internet und gucke hier mal auf der Seite von Southern San Andreas. Ich weiß jetzt nicht, ob der BF Surfer ein Klassiker ist. Wenn ja, scheint der schon relativ günstig zu sein für 11.000. Was haben wir noch so? Ich sehe gerade hier. Ist ein bisschen schwierig. Ey, hast du schon gehört, die ersten Leaks? PS5? Alles auf. Ja, ohne Witz. Also, ich bin mega gehypt. Tamam, ich schick dir gleich eine FA. Okay, mach das, Ibu. Psycho, Beigrulla, hatte anstrengend, schönen Abend, viel Spaß noch. Dankeschön, Psycho, mach's gut, Digga. So, Leon GTA Gaming, hallo, grüß dich. Mattest, macht ihr Tuning-Treffen? Ja. Bacardi, guten Abend. Rednecks, was geht? Ich bin so müde, war bis 17 Uhr in der Schule. Leider, okay, kein Problem, Leute. Also für diejenigen, die vielleicht jetzt pennen gehen oder sonst irgendwas, vielleicht noch sich einkloppen. Kein Problem. Kein Problem. So, also. Hä? Was meinst du? Ist aber sehr eklig. Digga, als ich so jung war wie ihr. Nein, Spaß. Ich weiß nicht, hinter die Class Rhapsody, ob der jetzt auch ein. Also, ich glaube, so hier, das sind so bei 140.000 fangen die an, die
Klassiker. Ansonsten korrigiert mich, wenn einer den BF-Surfer hat, wäre es auf jeden Fall geil, wenn er das mal in den Chat reinschreibt, ob das ein Klassiker ist oder nicht. So, Black, Guppel, was geht? Yannick, hallo. Bis wie viel Uhr geht der Stream ungefähr? Boah, Digga, wir haben gerade erst angefangen. Also ich denke mal so 2 Stunden locker. Easy einkloppen auf deinen Stream. Das kannst du gerne machen. Aber bitte leise, ja. kannst du mich bitte grüßen? Yannick, Grüße gehen raus an dich. Angelo, Grüße gehen raus, Digga. Hast du so eine Glocke als Bild bei PSW? Ja, Ibo, das habe ich. Leon, wann kommt PS5? Also so wie es aussieht, spätestens nächstes oder übernächstes Jahr. Also, weil man hat ja, also ich habe mir jemanden angeguckt und der hat auch nochmal die Abstände so geguckt. Der hat gesagt, es kam immer alle 6-7 Jahre eine Konsole und ich glaube, die letzte kam 2013 oder 14. Und wenn man jetzt so hochrechnet, dann ist jetzt 2019, 2020, so geht das in die Richtung. Aber ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Und Rednex haut 2 Euro raus, Digga. Bester Mann, Dankeschön, Digga. Grüße gehen raus. Und Bacardi schreibt direkt mal Hashtag Rednex. Leute, ballert mal alle den Chat voll mit Hashtag Rednex. Grüße gehen raus, Digga. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Also Leute, alle Ehrenmänner hier im Chat, einmal Hashtag Rednex. Danke für deine Unterstützung, Digga. Ich bin auf jeden Fall wieder am Sparen hier. Am Sparen. Sosis, wie bist du eigentlich auf Gorilla Army gekommen? Boah, Sosis, Digga, das ist eine lange Geschichte, ehrlich gesagt. Groovehabe ist richtig geil. Dankeschön, Dirk. Das hat mit meinem PSN-Account zu tun. Da heiße ich Gorilla-Gesicht und irgendwann haben die Leute mich nur noch Gorilla genannt. Und ja, da dieser Kanal sozusagen aus mir und der Community irgendwo besteht, habe ich mich dementsprechend Gorilla Army genannt. Also Gorilla bin halt ich und Army seid hier. Ich glaube, ich werde mir dann Xbox 2 kaufen. Okay, Leon. Lorenz auch an dich. Grüße gehen raus. Guten Morgen, Thomas. Was geht? Schön, dass du auch da bist. The Warriors. Guten Abend und ciao, muss pennen. Morgen Arbeit. Dankeschön, dass du trotzdem eingeschaltet hast. So, und Leute, natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr wieder ein Like da lässt. Neue Leute können natürlich auch gerne abonnieren. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich das nächste Mal streame. Sami Schäfer, hi, was geht, Digga? Grüße gehen raus. So, Million Dollar Smile. Hast du das Lied schon gehört? Von dieser, wie heißt die, Loredana? Oh, ich hasse die. Ich hasse die auch, ohne Witz. Die ist voll ekelhaft. Was hast du heute alles in der Stahlindustrie gemacht? Also ich habe bestimmt zusammen mit meinen Kollegen rund 700 Tonnen Stahl verarbeitet. LD44, was geht? Moin, grüß dich. Fortnite YouTube, moin, grüß dich. So. Warum hasst ihr die? Also ich persönlich, was heißt hassen? Also ich mag diese Stimme nicht, so wie die sich so gibt. Aber die Lieder, die sind nicht schlecht. Noch Platz. Boss Mario, 30 Leute sind drin. Ekef, ich schaue noch mit. Ich werde den Stream schaffen, wenn ich auch müde bin. Alles klar, Ekef, danke dir. Schön, dass es dir gibt. Also ich feier, ohne Witz, ich feier, feddert seine Maske. Bester Mann. Ted, was geht nach Rui? Grüße gehen raus. Oh, Rafe, geil. Ich mag dich. Der Erste, der bei GTA geile Tuning-Treffen macht. Auf PC gibt's das nicht. Ja, so ist es momentan. Also ich habe mal eine Zeit lang auch auf dem PC gemacht, aber ich habe halt gemerkt, das ist alles viel zu viel. PC und PlayStation 4. Wer weiß, vielleicht in Zukunft nochmal. Heidi, hallo, grüß dich. Wie ist deine PSN-ID? Fortnite YouTube, die ist unten in der Videobeschreibung. Oder schreib mal Ausrufezeichen PSN. Maske? Ja, federt deine Maske, die du aufhast im Spiel. Oder ist das jetzt, ist das dein richtiges Gesicht? Kennst du Enrico Italia? Ja, den kenne ich. Gamer Krubbel, moin, grüß dich. Hab gesendet, kannst du annehmen. Ibo, mache ich jetzt gleich. Hast du mal RP gespielt? MT, ganz ehrlich, ich hab Bock drauf. Ich weiß nicht, was in Zukunft hier noch kommen wird. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Vielleicht hat der Dennis Jam was vor, demnächst bei uns. Sehen wir dann. So schaue ich im Real Life aus. Alles klar, Digga. Grüße gehen raus. Ich habe ein Bild von ihm gesehen, das ist okay.
Ey, Digga, der feddert, ne? Also, der hat einen Busch im Gesicht. Also, Digga, so habe ich noch nicht mal im Kopf. Nimmst du meine Anfrage an? Ja, gleich. Was ist ein Glatze? Automatschopfe KFA. Grüße gehen erstmal raus. Ich würde mit meinem Kumpel beitreten, falls Platz frei ist. Also, wir müssten eventuell gleich nochmal eine neue Lobby erstellen, damit ihr dann beitreten könnt. Blood Gaming, hier ist ein Retro Custom. Ne, Leute, bitte kein Retro Custom. Haltet euch bitte an die Vorgaben, dass wir einen Klassiker nehmen. So, und Bacardi schreibt auch nochmal Moin Moin an alle. Wenn euch der Stream gefällt, lasst doch ein Like für unseren Geruch der Getränke gibt's dazu. Dankeschön, Digga. Grüße gehen raus. Devilboy, Hashtag bester Mann, Grüße gehen raus. Habt ihr FA gesendet? Okay, Fortnite, YouTube, tu mir einen Gefallen. Also, wenn ihr hier mitmachen wollt, erster Link in der Videobeschreibung. Da seht ihr auf jeden Fall einen Link, wie ihr hier beitreten könnt. So, GTA ist das beste Game. Also, Leon, da kann ich auf jeden Fall recht geben. Ich habe zwar Red Dead Redemption, aber ich habe momentan nicht so das Verlangen, Red Dead zu spielen. Ich bin irgendwie auf GTA hingeblieben. Hey, Jux Gaming, salam, grüß dich. Also, ich nehme die Freundschaftsanfragen nachher an, wenn ich gleich Zeit habe. Also, du meinst die alte von dem Liedwun und Kleid finde auch voll eklig. Ja, ganz genau, Frankie. Gamer Club, sorry, dass ich nicht so viel in deinen Streams dabei bin, aber arbeiten geht leider vor. Gamercore, also das ist kein Problem, Leute. Also ich guck mal, ich bin auch bis eben gerade noch arbeiten. Natürlich geht die Arbeit vor, Privatleben und so weiter. Ekef, scheiße, mein Akku ist leer. Digga, kein Problem, leg dich schlafen. Also wenn du fix und fertig bist, dann geh schlafen. Red Dead Redemption ist... Scheiße, X drücken. Ja, kann ich verstehen. Erik, hi, grüß dich. Irgendjemand hat mir das auch schon mal gesagt. Blood Gaming, mein Freund kann bei Profilsicherheit nicht auf alle umschalten. Weißt du, was der Fehler ist? Boah, Digga, ich weiß es nicht. Kann vielleicht auch an dem Alter liegen. Ich bin mir nicht sicher. Also je nachdem, was für ein Alter er angegeben hat. Drei. Kann ich dir eine Freundschaftsanfrage schicken? Ja, natürlich. Also Leute, ihr könnt mir alle gerne eine Freundschaftsanfrage senden. Ich habe wirklich jetzt so die letzten ein, zwei Tage ein bisschen Platz gemacht. Jetzt nicht allzu viel, aber ja, es reicht für ein paar Freundschaftsanfragen. Ein paar richtige Leckerbissen dabei. Ja, finde ich auch, Fedder, da hast du voll recht. Oder Viereck und drücken, halten. Ja, also ich, also mit der Steuerung in Red Dead muss man erstmal ein bisschen vertraut werden. Thomas, dann hast du ja nächste Woche Frühschicht. Ja, so sieht's aus, Thomas. Ganz genau. Ey, du kennst ja meinen Schichtplan. Jetzt soll ich mir aber langsam Sorgen. Auf der EMS würden wir glänzen. Ja, auf jeden Fall. Also ohne Witz, Essener Motorshow, da hätte ich so Bock drauf. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich wollte eigentlich morgen, übermorgen hin. Tanja, kann ich pennen? Okay, dann gönn ihr den Stream. Wie findest du das Auto? Welches Auto? Also hier sind einige. Der Boss Mario Surfer ist ein Transporter. Nein, also bitte bring den nicht. Lass. Wenn er als Transporter aufgeführt ist. Hi Gorilla, wie geht's dir? Kanonenplayer, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Aox wurde auf der Crew gekickt. Ohne Grund, war nicht mal 10 Minuten in der Crew. Aox, wenn ich dir eins sagen kann, dann, dass die Leute nicht ohne Grund gekickt werden. Also, du kannst gerne mal gucken, wer dich gekickt hat und denjenigen ansprechen, warum. Aber man wird hier nicht einfach ohne Grund gekickt. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich war bei der Essener Motorshow, da war ein Porsche 98 Spyder, das Ding kostet 800.000. Ja, Digga, also, wenn Geld keine Rolle spielt, ist schon geil. War selbst in der Schicht für... Boah, Thomas, dann weißt du, wie scheiße das ist. So, Pyro schreibt, wo ich stehe. Pyro, wo soll ich wissen, wo du stehst, Digga? Ich weiß noch nicht mal deine PSN. Mir geht's auch gut, das freut mich, Kanonenplayer. EMS und GTA. Ja, Leute, warum machen wir... Ich glaube, nächstes Motto, also nächster Stream wird Essener Motorshow. Ich hol mir bald eine PS4 Pro, versuch dann vielleicht mal mit Tuning-Treffen mitzumachen. Kannst du gerne machen, Digga. So. Also wer nicht JP kennt, Bacardi, Digga, also JP ist Pflicht bei mir. So, Bacardi, also 30 Leute, beziehungsweise Boss Mario, 30 Leute in der Sitzung. Warum geht ihr Arbeit? Ha, muss man nicht in Deutschland. Ja, irgendwas machen wir verkehrt.
Quelli, zum Glück bin ich noch in der Ausbildung. Ja, Leute, genießt auf jeden Fall die Schulzeit, die ihr noch habt, die Ausbildung und so weiter und so fort. Denn das Berufsleben ist wie nennt man das? Zuckerschlecke? Keine Ahnung. Jetzt komme ich aufs Wort. A4B Fickler, moin, grüß dich, Bill, was geht? Auch zu, herzlich willkommen. Gehen die Glitches, die du gemacht hast, noch? Also, ey, ich kann dir ganz ehrlich sagen, die Glitches, die ich damals gemacht habe, die sind Asbach uralt und da wird keiner gehen. Das zeige ich dir. Der meint die Glitches, die ich halt gemacht habe, weißt du? Der einzige Glitch, der von mir noch geht, das ist mein allererstes Video, wo ich gezeigt habe, den Perleffekt auf Mattfarben zu machen. Ich schick dir eine Freundin, Outlander. Okay, alles klar. Wenn den niemand kennt, oder weiß ich auch nicht. Gorilla, wie findest du das Design des GT86 von JP? Ich find's geil, ohne Witz. Also ich feiere das total. Vor allen Dingen hatte der ja schon im Vorfeld gesagt, dass der bewusst so ein Design wählen will. Und deshalb kann ich das auch nicht verstehen, so diese ganz, das ganze Gehate von gewissen Journalisten und sowas. Die kritisieren ja das ganze Tuning irgendwie von dem Wagen. Aber ich weiß nicht, ich finde es einfach geil. Leute, man muss sich mal ein bisschen loslösen von diesem Versteiften, wisst ihr? Einfach mal was anderes machen als alle anderen. Und ja, seinen eigenen Geschmack so herausfiltern. Und das ist ja auch so die Richtung, die wir hier in dieser, sag ich mal, in dieser Crew gehen. In dieser Crew, in Auto Fanatics 1 und 2, kann hier jeder seinen individuellen Tuning-Geschmack ausleben. Das nochmal an dieser Stelle. Mein Bruder hat Kontakt mit Daniel Abt. Ja, nice. Grüß den auf jeden Fall. Ja, Keen Ecke, man kann auch klären, lol. Bossplayer, kann ich mitmachen? Wenn du mitmachen willst, erster Link in der Videobeschreibung. Fortnite Gamer, wie kommt man rein? Auch an dich, erster Link in der Videobeschreibung. Gamer Pro, yo. Hi, LSC geht wieder. Ah, du bist das Zockerchen, glaube ich. Alter, du hast mich gestern terrorisiert. Ganze Zeit reingeschrieben. Ich kann nicht rein, aber freut mich für dich, Digga. So, wir fahren jetzt mal hier rein. So, Ikev, hör auf jetzt hier die ganze Zeit in Großschrift zu schreiben. Und die Frage, ob morgen ein Livestream kommt, werde ich schon mal gar nicht beantworten. Ihr wisst, dass ich das im Discord ankündige. Bitte, also. Gaming Pro, alles klar, gut. Du bist ja eher der Stance-Tuning-Typ, richtig? Ja, Frankie, das stimmt. Ich stehe voll auf tiefer gelegte Autos. So, und wer, ich sag mal, wer diese Richtung einmal in GTA auch entdeckt, der wird von da an nur noch seine Autos tiefer legen. Also wenn man weiß, wie das geht. Alter, ich esse Fisch, Schlemmerfilet und mir war gerade ein... Und am Rand war mega gut und dann halt pro Fisch kein Vorgiftbug. Also ganz ehrlich, Schlemmerfilet finde ich auch richtig geil. Nur da musst du halt richtig aufpassen. Ey Leute, ohne Witz, es gibt so viel... Mir läuft das aus. Es gibt so viele geile Sachen. Ohne Witz, das ist schon gestern noch. Ey, kennst du Tzatziki aus dem Aldi? Ja. Ey Digga, das ist so eine runde Dose, wa? So eine Plastikdose. Richtig geil, ohne Witz. Ungelogen, ich mache hier keine Werbung oder so. Ich werde ja von jemandem bezahlt. Allerdings muss ich ehrlich sagen... Dieser Tzatziki, ja, also das Ding ist einfach nur geil. Und morgen ist Einkaufstag, weil morgen ist ja Samstag. Da werde ich wahrscheinlich wieder ein oder zwei Packungen essen. Weißt du, was ich manchmal mache? Ohne Witz, oder? So abends, bevor ich schlafen gehe, voll asozial. Ich gehe zum Kühlschrank, dann hole ich Tzatziki raus, dann hole ich noch einen Löffel raus. Und dann tue ich mir das Tzatziki auf ein Toastbrot schmieren und isst das. Digga, das ist so geil. Andere Menschen nehmen Nutella und das ist so. Da, zum Glück schläft meine Frau schon. Oh, Leute. Also ich sag's euch, aber das könnt ihr wirklich nur essen, wenn ihr entweder, keine Ahnung, nicht in einer Beziehung seid oder die Frau schon schläft.
So. Generell sind all die Produkte sehr gut. Ja, das stimmt, Thomas. Da kann ich nur zustimmen, Leute. Teuer heißt nicht unbedingt gut. Kennst du diese Leute, die Pizza essen, aber Coca-Cola Zero trinken wegen Gewicht? Also, guck mal, ich muss ehrlich sagen, boah. Ich bin ja einer, ich stehe voll auf die Original-Cola. Also sprich, nicht die Zero, sondern die normale, die Classic. Was meinst du? Freeway Cola. Ja, Freeway Cola, genau. Nee, aber ich stehe wirklich voll drauf. Und ich muss aber ehrlich sagen, wenn du die Cola Zero, ne, so kalt verdrückst, dann merkst du kaum einen Unterschied. Also du merkst schon einen Unterschied, aber der Unterschied, der fällt jetzt nicht so ins Gewicht, dass man sagen muss, ich muss unbedingt die Classic trinken. Also ohne Witz, das ist gar nicht mal so übel. So, dann bekommst du immerhin kein Karies, das tötet alles ab. Simon. Freeway, so ist Kaufland Beste. Ellie, what's up, Bro? Nice to see you here. Mr. Bean ist auch da, schreibt Stan Sunny. Grüße gehen raus, ich lege mich schlafen. Alles klar, Ekef. Was meinst du, Delchan? Nichts, mich verfolgen ganz ehrlich. Okay, Play Piano. Kann man da noch beitreten? Ja, natürlich. Wir wechseln gleich noch die Sitzung, dann kannst du gerne beitreten. Ellie, how are you? I'm fine, how are you, Bro? Also Leute, wenn ihr wollt, dass wir auf jeden Fall noch eine Sitzung machen mit einem anderen Motto, dann haut auf jeden Fall ein Like raus. Der Figi-Bär ist auch da. Moin, grüß dich. Digga, dein Name. Ihr kommt auf Namen, ne? Ey, ich muss sagen, hier die Kokette, ne, gefällt mir richtig gut, ehrlich. Goblin King, grüß dich. I'm doing good today. Au, oh, Ali. That's nice. Wo ist Oleg? Er hat sich Haare wachsen lassen. Wo? Wo ist Oleg? Mit dem Unterhemd hier. Hä? Hier. Boah, Oleg sieht aus wie ein Casanova, Digga. Letztens hatte der noch so breite Klamotten. 69. So, womit nimmst du auf? Das ist gerade PlayStation 4, Leute. Beziehungsweise Pro. Ab wann streamst du ungefähr? Bill, Digga, das ist unterschiedlich. Kommt auf jeden Fall in den Discord. Im Discord kündige ich immer vorher an, wann Stream kommt. Ich glaube, ich stelle mich mal hierhin für neue Fotos. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich von dem gestrigen Stream auch noch eine Menge Fotos hochgeladen habe. Russisches Outfit, Oleg. Alter, ich schwöre, ich gehe das Erbrechen. Lol, okay, mach das. Geil, da ist eine G-Klasse. Wo ist eine G-Klasse? Ja, Straßenrennen. Von wem ist sie? Genau, Kennzeichen ist. Digga, das ist eine getunte. In Götti. Gehört nicht hier hin. So, save word me. Hallo. Okay, lass uns weiterfahren. Lass uns weiterfahren, Leute. Diese Discord-App auf dem Handy. Ja, ganz genau. Klick einfach auf den Link und dann wirst du gefragt, irgendwie willst du die App dazu runterladen? Dann lädst du direkt die App runter. There's Mr. Bean Car. Yeah, that's right. That's our Mr. Stance, Daniel. Ja, Cola Zero muss ich immer kalt trinken. Ja, definitiv. Wie schwer kam die Antwort? Hä, wie meinst du das? Das mit Cola Zero haben wir doch vor 5 Minuten oder so besprochen. Ach so. Digga, Tydrox, Digga, falsches Auto. Okay, ich würde sagen, wir fahren weiter. Das sieht schon mal richtig geil aus. Und wie viel haben wir in GTA? 8 Uhr in der Früh. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich ein paar schöne Bilder gleich mal machen. So, schön der Reihe nach. Ich weiß nicht, der Luan, der steht schon in den Startlöchern. Mach locker. Kann es sein, dass die Leute irgendwie eine Streamverzögerung haben? Jetzt antworten die das mit Tzatziki. Echt jetzt? Nee, warte mal. Da schreit jemand, meine Schwester holt sich Tzatziki und ich esse es dann mit Schwarzbrot. Ich weiß nicht, also wie weit die Verzögerung ist. Guck mal, wir machen mal Folgendes. Ich sag jetzt die Zahl 2. Schreib mal in den Chat Zahl 2. Nicht du, Dennis Chan, ist mir klar. Ich meine die Zuschauer.
Dann weiß ich ungefähr die Verzögerung. So. Ah, okay, Gades, dankeschön. Zahl 2. Lol. Dankeschön, dankeschön, Leute. Also, Verzögerung ist eigentlich in Ordnung. Tim, was man, schön, dass du auch da bist. So, okay. Ich bin mal gespannt, wer von euch das geilste Auto hier hat. Also 94 Leute, 47 Likes. Leute, das schaffen wir. Das schaffen wir auf jeden Fall noch mehr. Leon, hi, was geht? Alles fit bei dir? Bei mir ist alles gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Schön, dass du da bist. Türkisch Boy, der schreibt 1. Lol. Ja. Also ich finde das geil, die Savestra, die hat so einen leicht blechernen Sound, weißt du? Der geht auf jeden Fall klar. Ja. 69 Rider, moin moin, grüß dich, was geht, Digga, herzlich willkommen. Also Leute, hier machen wir direkt mal Free Park. Tut mir nur einen Gefallen. Und bitte lasst ein bisschen Platz. Boah, Budak direkt neben mir. Jawohl, Digga, das gibt ein... Boah, Digga, wer war das, Rapix? Nein. Cool, Raffi. Also Leute, bitte ein bisschen Platz lassen hier. Boah, der sieht richtig geil aus. 187-Fan, Motto sind Klassiker. Schön langsam, Leute. Und lasst euch bitte Platz, damit wir schöne Fotos machen können. Got a good spawn trick, invite me. Der Benefactor Sterling GT hat auch üblen Sound. Ja, das finde ich auch, Frankie, das stimmt. Kann ich dir nur zustimmen. Alter, was macht der hier? Digga, nimm mal lieber die Hände ans Lenkrad. Dann fährst du nicht mehr so verrückt. Streamst du morgen oder Sonntag? Wer? Loser irgendwas. Player Play. Loser Player Play. Ja, Digga, chill mal deine Hoden. Willst du dir PUBG holen? Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Also das Spiel habe ich mir noch nicht angeschaut. Das kommt ja für die PS4, ne? Das weiß ich nicht. Also da bin ich noch gar nicht so im Thema. Okay. Danke. Donald Trump ist auch am Start. Komm, wir gehen mal direkt hier hoch. Alle mal hier hoch. Parkt eure Autos. Ja, laber nicht. Du hast gesehen, dass ich da hoch will. Da bist du direkt nachgegangen. Auf geht's, Leute. Ne, von oben können wir bestimmt ein schönes Bildchen machen. Komm, bitte, jetzt will sie sich hier reinpressen. Ich komme nicht mal hoch. Manche Leute sind echte Hammer. Lol. Guck mal, Leute, wir machen jetzt... Guck mal, das ist jetzt hier gerade perfekt. Wir stellen uns hier alle einfach nebeneinander auf, ja? So, hier ans Geländer, das sieht richtig nice aus. So, warte ich mal noch ein bisschen Platz. Nebeneinander bitte, nicht hintereinander. Verstopfung. Wie Verstopfung? Lass die Leute hoch. Robin, was geht? Herzlich willkommen. Also Leute, alle mal hier hoch. Alle mal hier hoch, nebeneinander hinstellen. Warum guckst du denn so aggressiv und so grimmig? So. Wie hast du so viel Geld? Schwarzarbeit. So, kommt hoch, Leute. Also, wer nicht hochkommt, der kriegt auch kein Foto von mir. Wie bei Germany's Next Topmodel. Ah, ich sehe, was der da unten macht. Da unten, die machen Fotos, glaube ich, Bilder. Legends hier, der Bruder. Was geht hier ab? Grüße gehen raus an dich. Herzlich willkommen. Wir machen hier ein gechilltes Treffen. Alter. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Also bitte, tut mir mal einen Gefallen, Leute. Bleibt alle stehen, wo ihr seid. Dann gehe ich gleich so ein bisschen in die Mitte, damit ich alle so ein bisschen aufs Bild bekomme. Kannst du mich grüßen, bitte? Fortnite Gamer, Grüße gehen raus. Was meinst du?
von dem Blonden hier rechts. Komm, wir tanzen. Von wo hört er denn die Musik? Donald Trump, moin, grüß dich. Herzlich willkommen. Shadow hat ganz rechts. Also bitte Leute, keine zweite Reihe. Geht bitte nach links, wenn hier voll ist. Keine zweite Reihe. Nicht in der zweiten Reihe parken. So Leute. Ich würde sagen, wenn wir gleich so die 100 Likes erreicht haben, gibt es eine neue Sitzung. Das heißt, für die Leute, die hier mitmachen wollen, ihr könnt dann beitreten. Und wir werden dann auch ein neues Motto nehmen. Also die Leute, die jetzt hier in zweiter Reihe sind, bitte einmal umstellen. So, wer nicht in die zweite Reihe, beziehungsweise ganz nach außen geht, hingeht, der kriegt eine Schelle. Like da, was geht. Sniper04, grüße gehen raus, Mehmet. Digga, ehrenlos. Pyro, wer hat das beste Auto? Ich natürlich. Nein, Spaß, das gucken wir gleich. So, nächstes Motto, Harley. Boah, Digga, das hört sich gut an. Bike Life, Jan, was geht? So, okay, der kriegt jetzt eine Schelle von mir. Boah, Digga, drei Leute drehen sich zu mir um. So, weg da. Oh, ey, übertreib nicht, Digga. Wer ist das? Luan. So, okay, ich will mich jetzt wieder hier in die Mitte stellen. Boah, Digga, der steht immer noch da. So, jetzt aber. So, Leute, jetzt macht die Reihe voll. Macht die Reihe voll. Ich will ein schönes Bild hier machen. Darf ich auch da irgendwo dazwischen? Ja? Okay, danke. Nein? Doch nicht. Boah, hier hat jemand seine Tage. Boah, Digga, das ist alles rot. Egal. Machst du da hinten gerade ein Selfie? Ich wollte schon sagen. Ich finde so lustig, manche sehen so aus wie kleine Kinder hier, die also drin sind. Ich weiß noch, wo ich aufgewacht bin, habe ich mich auch erstmal gegrüßt. Alles klar, Digga. Boah, Digga, Alter, die machen mir keinen Platz. Digga, und du guckst in die falsche Richtung. Der Fettert, ja, der tickt jetzt auch aus. Ey, Leute, chillt. Ich werde dich gleich. Guck mal, der springt. Jawohl, der hat's eingesehen. So, okay. Alle in die Reihe stellen. Digga, keiner macht Platz. Boah, finde ich richtig kacke. Komm zu mir. Ah ja, danke schön. Danke. So, okay, Leute. Ach, ich mache jetzt hier ein Bild, ey. Wer drauf ist, ist drauf. Wer nicht, hat Pech gehabt. Michael, moin, grüß dich. Nelson Bimberg, Grüße gehen raus. So, André. Ja, alles klar. Okay. Okay, Leute. Wie viel haben wir in GTA? Pass auf. Um 13.20 Uhr machen wir hier oben Massenschlägerei. Um 13.20 Uhr in GTA. Windsmoke, was geht? Grüße gehen raus. 13.20 Uhr. Boah, die laufen direkt weg, die Feiglinge. Was ist los? Boah, Digga, ich höre direkt hier Dingens, Alter. Übertreib doch nicht mit Schlagring. Was, Mann, Digga? Ich nehm Basie. Kommt her. Ah, ich fick den. Ah, ja, gut. Boah, Digga. Boah. Du Dreckiger. Du bist ein richtig Dreckiger. Poltergeist, trotzdem warte ich auch in meinem Schlag. So, ich stelle mich mal schnell hier hin. So, Leute, wie gesagt, also wenn wir die 100 Likes bekommen, dann werden wir definitiv noch eine... Das war daneben, Dicker. So, jetzt. So, steigt in eure Autos. Ich steige in mein Auto. So, also wenn wir die 100 Likes heute noch erreichen, machen wir auf jeden Fall noch eine Sitzung auf und noch ein Thema. So, einsteigen. Boah, Digga, lass die Finger von meinem Auto. Ohne jetzt, ich das so. Du weißt. Ja. So, okay.
wanted to join, like, and me, what? Shut the fuck up. Okay. So ein kleines Kind. Da ist ein LG. Wo ist ein LG? Digga, tatsächlich, direkt hier. Stegi, Digga. Bring den weg. Bring den weg. Dieses Auto nicht hier. Lebenswohlstand, nächstes Harley-Motto. Das sehen wir gleich. Da gucken wir mal gleich. Ich nehme keinen mit. Gut, der denkt, ich nehme den jetzt mit. Oder? Nein, doch nicht. Nehme ich schon mit. Die Zeiten sind vorbei. Ne, dich nehme ich schon mal gar nicht mit. Das Erste, was du machst, ist, du zerschlägst meine Scheibe. Oh, Digga. Nein. Oh. Ich öffne die. Mit Gewalt. Wo ist Fahrrad? Ich gehe mal hin. Big T, can I join in the game of GTA 5 online? Yes, of course. Just make sure and join our crew. How you get in the crew is in the description down below. Click on the link, on the first link. Moin, was geht? Bartu, Grüße gehen raus. Schön, dass du auch da bist, Digga. Boah, die Leute, die machen ja echt keinen Platz mehr hier, die NPCs. Die haben sich voll verändert. Komm, wir sagen einmal kurz Hallo hier in Grove Street. Einmal kurz die Gangmitglieder abchecken. Balalolololo, los. Hier machen wir hier wieder dieser Ding. Der ist heute in unserer Stadt gewesen. Echt? Konzert, ja. Wallah, hier ist auch nichts mehr los. Die Grove Street ist tot, Leute. Bei wem bist du eigentlich? Bist du bei den Bloods? Bist du bei den Crips? Bei wem warst du nochmal? Grove. Oha! Okay. Ich bin bei den Ausländern. Hä, was denn? Tja, ey, wie fahren die hier? Leute. Wie war's denn los? Warte, ich halt mal rechts an. Der eine fährt den anderen um, der andere wird überholt. Also so wie immer. Ja. Wie wäre es mit dem Motto Nutzfahrzeuge? Windsmoke, also Leute, ihr könnt das alle gerne mal gleich vorschlagen, wenn wir eine andere Lobby aufmachen. Aber dazu müssen wir erst unser Like-Ziel erreichen. Noch 2 Wochen Arbeit, dann Urlaub. Ja, moin Thomas, das freut mich, Digga. Also ich habe, ich glaube auch nur noch so 2 Wochen. Ich auch. Das Schlimmste ist halt jetzt nur diese Woche, die jetzt kommt. Das ist Frühschicht. Boah, jeden Morgen um 5 Uhr auf die Arbeit. Wann kommst du wieder? Danke für deine Antwort. Nochmal, ich habe gerade den Kommentar gelesen wegen Noob Snipes, weil der sich hier gerade aufregt, dass der Auto zurückbringen soll. Aber der Retro Custom, der ist halt nicht als Klassiker eingeteilt. Und der sieht auch zu heftig aus, finde ich. So, kannst du deine Frage bitte, also wann komme ich wieder, meinst du? Oder wie? Wenn du wieder von der Arbeit kommst. Ja, ich bin dann halt immer. Oh, Digga, wie fährt denn der da hinten? Wer ist das? Finn? 14:30 Uhr. Ja, 14 Uhr bin ich in der Regel zu Hause. Aber ja, um 3 Uhr hole ich dann die Kids meistens und ja. Ich weiß noch, als du damals, ich weiß nicht, das war etwas länger her, das war die Anfangszeit. Ja. Dann hast du immer um 2 Uhr hast du immer angefangen zu streamen oder früher sogar. Das war immer so, nachdem ich von der Schule kam, habe ich mich ganz geärgert, warum du schon so früh angefangen hast. Ja, das Problem ist halt, die Uhrzeiten haben sich halt geändert, wann ich die Kids hole. Und ich sag mal, für eine Stunde zu streamen ist ein bisschen schwierig. LD schreibt, wie alt bist du? Digga, ich bin 19. Hey, was macht er denn hier, Digga? Reif, Digga, das war keine reife Aktion. So, also wenn da hinten voll ist, kommt hier, macht mal hier die Plätze voll. Legend, der große Brilla, Gorilla hat auch kleine Gorilla. Ja, Digga, könnt ihr schon mal warm anziehen. Lebensbooster. Wie zeigt man mit dem Finger? Meinst du so? Rechtes Trick. Rechter. Ja, Digga. Die R3-Taste, das ist der rechte Analogstick oder wie nennt man das? Leute, also ihr könnt ruhig hier vorne hinkommen. Hier sind genug Parkplätze noch auf der linken Seite. Ihr könnt von den Trailern und so packen. So. Es sind fast alle nicht als Klassiker eingestellt.
Noobs, willst du jetzt mit mir diskutieren? Guck mal. Wir machen jetzt einen kleinen Klassiker-Test. Ich steige in mein Auto. Was steht unten rechts? Klassiker. Luan steigt in sein Auto. Weiß nicht warum, aber... Ich steige in sein Auto. Unten rechts? Klassiker. Ich steige in dieses Auto. Unten rechts? Ihr wisst schon. So. Ich steige in dieses Auto. Unten rechts? Seht ihr? Ehrlich, dieses Auto ist ein Klassiker. Im echten Leben so. E30 kann man nicht als Klassiker denken. Digga, E30 ist auf jeden Fall ein Klassiker. Also ein zeitloses, schönes Auto. Definitiv. Ja, ich mein den Japaner da. Ey, redet nicht so abfällig über andere Nationen. Du scheiß Türke. Ey, Spaß. Das melde ich dir an, Gilla. Merkt ihr, die ist ja sowieso, gibt's heute wurde eine neue Parteichefin auserwählt. Auserwählt? Ja, die wurde ja gewählt, ist ja nichts. Ja, die hat alle Dragon Balls zusammengesucht und Shang Long kam raus. Hab extra nicht eingekauft und so weiter und jetzt Lobby voll. Ja, Thomas, wir wechseln ja gleich die Lobby. Also Leute, 100 Likes, macht die mal voll, dann wechseln wir jetzt gleich die Lobby. Und dann machen wir auch ein anderes Thema. Advent, der Schimpanse brennt. Boah, also sieht hier richtig köstlich aus. Nice, Leute. Ich krieg gerade richtig Hunger. Ich hab grad Döner gegessen. Kotz gleich. Boah. Oh, dankeschön. Wer hat jetzt das beste Auto? Ja, Pyro, natürlich ich. Was denkst du denn? Guck mal hier. Die sind... Okay, komm. Wir werden gleich mal eine Bewertung machen. Guck mal, ich sag zu den Leuten, mach mal die 100 Likes voll. Dann geht die Like-Zahl von 75 auf 77. Nee, Spaß. Alles gut. Kanonplayer, dankeschön. Oh, LD, dankeschön. Leute, danke. Wollt ich esse gleich ein Berliner. Oh, gib mal einen ab, Digga. Schön mit Marmelade. Hab eine Flasche unterm Hemd. Boah, der sieht richtig nice aus hier, der hier. Richtig so klassisch. Richtig so an Herrenstyle angelehnt. Auch die Felgen. Sehr schön. Der Gemini von Bean. Sicher nicht der Beste. Big, weiß man nicht. Ohne Witz, ich finde es richtig gut, wenn jemand ein Thema richtig gut umsetzt. Guck mal, er hat sich sogar so gekleidet. Also, ich mag das, Digga. Richtig geil. Aber Seiten auf Ziffern wie ein Kanak oder was? Seiten auf Null. 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 Wer hat das nochmal geschrieben? Gott, ne? Ja. Kann einer nach Crew-Anfragen schauen? Why? Mit Spindeln. Wegen Götten nie hier. Götten der hier. Der ist voll hässlich. Nein, Spaß. Der ist voll schön. Geh weg. Ist das deiner? Als ob du den nicht kennst. Ja doch, ich wusste das. Nein, ich will den nicht. Du willst den haben, den hab ich auch schon. Nein, die Felgen habe ich fast auf jedem Auto jetzt. Nein, Spaß. Das Auto ist geil. Ja, der ist auch echt schön. Ich weiß. Brauchst du mir nicht sagen. So, komm. Auf geht's jetzt hier. Kommen wir von weiter. Oha. Ich muss anmelden beim Social Club. Okay, Leute. Schaffen wir es in 10 Minuten, die 100 Likes voll zu machen? 10 Minuten noch. Mal gucken. Schaffen wir es bis 1 Uhr, die 100 Likes voll zu machen? Wie lenkt man die Reifen nochmal ein? Amazing LP Gamer. Das erfahren Sie in der nächsten Folge von Wie lenkt man die Räder ein? Blood Gaming, was man überholt und rammt. Ja, was man ist, glaube ich, gerade rausgegangen. Finn hat auch angeblich Lichter zerschossen von Autos. Okay, also Finn, ich finde das überhaupt nicht gut. Und es sind keine Crew-Anfragen da. Keine, okay. Hab 10 Accounts, alter Schwede.
Bist du mit Bingo scharf verwandt? Bacardi schaffen wir, alles klar, Digga. Ah, doch, bei der ersten Crew sind zwei Anfragen. Ja, Leute, stellt auf jeden Fall eine Anfrage für die zweite Crew, nicht für die erste. Weil die erste ist, glaube ich, voll mit 1000 Mitgliedern. Und wenn ich das richtig... Wie viel? Noch zwei können rein und sind zwei Anfragen. Okay, gut, dann nimm die mal an. Yoshi, wie kann ich in deine Lobby kommen? Yoshi, erster Link in der Videobeschreibung. Da habe ich ein Video gemacht, wie du hier beitreten kannst. Beziehungsweise, wie du auch in die Crew kommst halt. So, ich würde sagen, nächster Spot, Leute. Wir werden erstmal die Autos gecheckt. Und dann gucken wir mal, wer das beste Auto hat. Oh, da war ein Tunnel. Ah, jetzt kommt gleich ein Tunnel, Leute. Beim Tunnel können wir alle mal gleich Vollgas geben. Wollte dem Server beitreten, merke, ich habe Xbox. Alles klar. Oh, Digga. So, okay, gleich beim Tunnel mal Vollgas geben, Leute. Warte, aber vorher. Warte. Boah, das war geil, Digga. Ich habe gerade den Sound genossen. Thomas, send mal den Link von dem zweiten Kanal, bitte. Oh ja, kann ich machen. So, Leute. Nutzt die freie Fläche, die wir hier haben. Und parkt eure Autos. Denn jetzt wird bewertet. Beziehungsweise, parkt bitte auf den Parkplätzen. Ne? Also ich parke jetzt hier extra hier an der Seite. Weil ich weiß, dass das hier ein bisschen eng wird. Heißt du Thomas? Legend? Nein, ich heiße nicht Thomas. Ich heiße Rolf. So, alle mal parken. Boah, guck mal, hier GTA Wrecker macht richtig so... So mit Gefühl fährt er hier runter, damit er sich den Unterboden nicht zerkratzt. Nice. So, okay, dann gucke ich mal, wo ist denn hier mein Zweitkanal? YouTube. So, okay. Wei, wei, wei. Also Leute, ich poste mal den Link für meinen Zweitkanal. Wer will, kann den auf Rolf, kann den gerne abonnieren. Da kommen dann Tuning-Treffen nur mit gestanzten Autos. So, okay. So, du machst auch gern Handbremsen. Das ist im Begrenzer-Sound. Ja, Digga, auf jeden Fall. Immer schön in den roten Bereich. Ist er kalt, gib ihn 6,5. So. Okay, sind jetzt alle hier? Nein. Patrick Zorn, Grüße gehen raus. Es ist eine deutsche Community und kein VW-Bus bei Classic. Was? Ach so. Ja, der Surfer, der ist ja als Nutzfahrzeug hier in dem Spiel eingetragen. So, also wie gesagt, der Link dazu nochmal da in der in dem Chat. Hab deinen zweiten Kanal abonniert. Dankeschön, Gades. Grüße gehen raus. Ist das okay, wenn mein Wagen qualmt? Hey, Digga, warum qualmt dein Wagen? Keine Ahnung. Ich habe aber gerade voll die geile Idee. Ah, mach ich aber jetzt nicht. Sonst machst du mir nach. Was? Motorhaube aufmachen. Mach das auch. Ah ja. Ja, ja. Abo ist da für deinen zweiten Account. Dankeschön, Bacardi. Grüße gehen raus. Ich auch, schreibt Patrick. Das freut mich. Dachte, Classic. Ja, aber der Wagen ist kein Klassiker. Also laut Spiel. Tim, Blood Gaming. Also, er redet. Ist ein bisschen. Bin ich rausgegangen. Okay. Dominik, egal. Moin, grüß dich, Abend. Also, Leute, ich hoffe, ihr seid jetzt hier. Oh, shit, sorry. Oh, der schlägt bestimmt zurück. Schnell weg. So, okay.
Okay. Ich warte noch, bis die Jungs da hinten kommen. Leute. Also die jetzt hier gerade Dings sind, also bis 22 Uhr bitte hier sein, weil gleich fangen wir an, die Autos zu bewerten. Ich würde auf jeden Fall die Lichter einschalten. Also die Leute, die jetzt die Fahrzeuge noch nicht die Lichter eingeschalten haben. Einmal die Lichter einschalten, Leute. So, 5 Minuten noch, dann haben wir 1 Uhr, Leute. Nur noch 7 Likes fehlen bis zu den 100 Likes. Wird auf jeden Fall passen. 1 Uhr, 100 Likes. Derek Griller, kann ich nach dem Stream oder morgen mit dir oder Dennis reden? Ist wichtig. Kannst du gerne machen, Derek. Kannst du gerne machen. Aber ich sage euch eins, Leute, wenn ihr mir auf der PSN Nachrichten schickt, geht das manchmal schon ein bisschen unter, weil das Problem ist, bei 2000 Freunden in der Liste, wo, keine Ahnung, die Hälfte die Nachrichten schreibt, ist es schwierig, da alles zu beantworten. Anstatt, sage ich immer, dreimal vom Spiegel, besoffener Gorilla, lol, okay. Kommt, Leute. So, okay. Gut, Leute, wir haben 22 Uhr. Ihr habt jetzt Zeit. Bis 23 Uhr Ingame-Zeit. Euch für das beste Auto zu entscheiden. Stellt euch bitte drauf, schaltet die Lichter ein und Leute, nicht vergessen, nicht für die eigenen Autos werten, sondern für die anderen. Und Leute, ihr könnt euch gerne mal bei den anderen so ein bisschen anschauen, was die für ein Tuning haben, eventuell selber davon was mitnehmen. Jo Gorilla, wann kommt denn mal wieder ein Standzelt? Daniel, ich weiß noch nicht, muss man mal gucken. Ey, dich kann man echt. Was? Nerven? Wie kann man mich da nerven? Jo, 100 Likes. 100 Likes, Leute, Ehrenleute. Hashtag Ehre in den Chat. Auf jeden Fall. Dankeschön für die Unterstützung. Sehr schön. Dirk, also wie gesagt, kannst du uns gerne anschreiben. Entweder auf dem Discord oder wenn wir es schaffen, vielleicht noch kurz nach dem Stream. So, Leute, bitte stellt euch auf das beste Auto. Wir werden auf jeden Fall gleich noch das Thema wechseln. So, und nicht zu vergessen, Leute, ihr könnt auch gerne unserer Community beitreten. Community ist auch nochmal, die heißt Gorilla Army auf der PlayStation 4. Da klickt ihr hin, dann da sendet ihr eine Anfrage. So. Also, wie gesagt, PS4 Community, dann haben wir hier noch Facebook und sowas, ne? Boah, Digga, der hätte ich aber krass hingelegt. Wer war das? Derek, oh, Digga. Big Oh, T, es I kann auch did schnell. it. Nice. We're gonna check your request in a few moments. Wie fandest du meinen mattgrauen BMW? Der war echt nice, Finn. So, wie Flamien geht her? 23 Uhr, Leute. So, ich gehe jetzt die Autos durch. Wer bis dahin nicht auf einem Auto steht, hat Pech gehabt. Love them, was geht, Digga? Alles klar auf der Baustelle. So. Patrick, gute Nacht. Ich gehe jetzt schlafen, will nachher wieder arbeiten. Alles klar, Patrick. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine angenehme Nacht. So. Gehen wir mal die Autos durch. Also, dein Auto ist schwer am Qualmen, ehrlich. Ehrlich, ja. Derek hat einfach Flickflack gemacht. Lol. Zwei Leute hier, einer da. Boah, ich finde, der sieht so nice aus. Ach ja, ich soll dich von Patrick grüßen. Grüße zurück, Digga. Und sagen, Gamer. Der kann leider nicht mehr mitmachen, also von der zweiten auch. So. Okay, kein Problem. So, wie viele haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute auf dem Sterling GT. So, wie sieht's hier aus? Immer diese Leute, ne? Was ist denn? Johnny Fly. Der flieht hier gleich wirklich weg. Jetzt fliegt er weg. Warum? Ich verstehe es nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Siehst du? Das meine ich. Jetzt ist er in die Hölle geflieht. Oh.
Er nimmt die Hände hoch. Okay, wie sieht's hier aus? Zwei Leute da. Da auch nochmal. Komisch Gamer. Drei Leute hier. Der sieht einfach nur Chuck-Gesell aus, ja. Okay, wir haben einen Gewinner. Der Gewinner ist der Besitzer von dem Sterling GT. So. Wer ist der Besitzer von dieser... von diesem Auto? Ultimate Face. Grüße gehen raus an dich, Digga. Herzlichen Glückwunsch, Ultimate Face. Okay, Leute. Jetzt machen wir Folgendes. Ich mache eine neue Sitzung auf. So. Nutzt die Gelegenheit, wenn ihr mitmachen wollt, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. So, we're gonna now change the lobby. Fick dich, Alter. Erst FA annehmen. Ja, warte. Ich nehme gerade FAs an meinem Handy direkt an. So, Liquid, mach's gut. So, okay. Freundschaftsanfragen. Blockieren, blockieren, blockieren. Nicht Spaß. So, okay. Alle Anfragen angenommen. Und jetzt kann ich eine neue Sitzung starten. Was ist auch das Motto? Das Motto sage ich jetzt gleich. Muss ja nicht alles wissen immer hier, immer. Frankie. So, ärgere mich gerade, dass ich Familie mit dem TT vorgezogen habe. Frankie, selber schuld. Finn, ich komme auch. Was für Thema? Rednecks, ich weiß nicht, was heute noch geht. Mal gucken. Also ich mache jetzt auf jeden Fall noch ein Thema. Ich bin gerade am Überlegen. Lass mich mal in meine Garage gehen. Da kommen mir meistens gute Ideen. Ey, wisst ihr, was wir machen können? Ah, nee, das machen wir nicht. Fortnite, genau. There's the boss, halt die Schnauze. Okay. Es sind jetzt Autos erlaubt, die alle Retro-Custom heißen. Beziehungsweise, ja, okay. Retro-Custom. Nicht Custom, sondern Retro-Custom. Bacardi, schön, dass du da warst, Digga. Grüße gehen raus an dich. Also Leute, es sind Autos erlaubt, die Retro-Custom heißen, ja? So, Freundschafts... Oh, da kriege ich direkt ein paar mehr Freundschaftsanfragen, lol. So. Also Lamborghini. Steht da Retro-Custom? Ja, Lamborghini Aventador. Ja. Petro-Custom. So, ich... Hast du nur Lambo gesehen? Nee, habe ich nicht. Wie hieß denn? Ach, der sah so rund aus, der sah einfach geil aus. Genau, sah ein bisschen aus wie ein Huracan. Ich glaube, ich nehme den LG. Welchen nimmst du? Nimmst du den LG oder nimmst du den Komet? LG? Ja, den wollte ich gerade auch nicht. Ja. Ich habe mal zwei gleichen. Ich weiß nicht, welcher ist, Mann. Nee, den nehme ich nicht. Ach, sind das nur die zwei Autos, die Retro-Custom sind oder was? Ja. Die anderen heißen zwar aber auch Custom. Hm. Allerdings, sind das keine Retros. Man kann nicht rein. Ibo, wieso kann man denn nicht rein, Digga? Ich weiß, was wir machen können. Was? Wir nehmen das Thema Parayok. Autos unter 50k. Autos unter 50k. Können wir vielleicht versuchen. Also, ich sag mal, wenn wir noch ein paar Leute dazu bekommen, die hier kräftig mal liken. Leute, 300.000 Likes. Genau. Der like geile Gorilla ist wieder unterwegs. Ich hab das gesagt.
Sag mal so. 1 oder 2. 25. 25. War näher dran. Kein Bugatti, nein. Zockst du mit allen? Ja. Ich finde das so lustig, wenn Leute in den Chat Supra schreiben, obwohl die das Auto Supra meinen. Ne? Ja. Und mein Name wird ganz markiert, das nervt irgendwie. Ach, deswegen hast du dich so genannt. Ja, dann ist mit Aufmerksamkeit stören. Was hab ich denn von Franz und Felix? Egal. Magst du den Pfister vom Fahren, Kurven her? Big, also ich sag mal ganz ehrlich, für gewisse Strecken gefällt der Wagen mir schon. Allerdings hast du da auf der bei einem normalen Rennen keine Chance mit den Autos. Was ohne Retro Custom machen? Was für eine Frage. Digga, du sollst ein Auto nehmen, wo Retro Custom heißt. Also entweder den LG Retro Custom oder den Komet Retro Custom. Eins von den beiden. Weiß. Aber hier ist ein Bonk. Nein, ich hab gesagt. Nein, keine Customs, Leute, nur Retro Custom. Und hier ist ein V12er. Ich weiß nicht, ob die Leute gucken, glaube ich, den Stream nicht. Warum soll ich eine Crew-Nachricht machen? Ja, mach das mal. Das wäre sehr lieb. Ja. Bin auch lieb. Komet. Also, Amazing LP, ich zeige jetzt nochmal, wie man die Räder einlenkt, weil du jetzt hier gerade zuschaust. Also, X gedrückt halten, R1 gedrückt halten, in eine Richtung lenken und dann Vollgas. Dann drückst du Dreieck. Pro Army, was geht, Digga? Herzlich willkommen. Aber wisst ihr, was wir gleich machen? Wir machen das gleich so, dass die Porsche-Autos alle auf eine Seite sind und die LEGs auf andere Seite. Im Real finde ich persönlich 993 Turbo. Geilste Porsche. Er ist echt richtig geiles Auto. So, hier, bring mal bitte hier diese Giraffe weg. Oder Gdonk. Und er ist noch luftgekühlt. Ja, das stimmt. Lux TV, moin, grüß dich, herzlich willkommen. Lusor Player Play. Bring das Auto weg. Das entspricht nicht dem Thema. Weißt du, was für ein Auto hier noch im Spiel fehlt? Welches? Wie hieß nochmal der so Mitsubishi Lancer, glaube ich. Nee, nicht Lancer, Evolution. Oder so. Keine Ahnung. Dieses geile Auto halt. Mhm. Das alte. Ja, der Evo. Ja, Evo, keine Ahnung, glaub schon. Ich liebe das Auto. Ja, ich sag mal, der Karin Kuruma, der geht ja so in die Richtung. Ist zwar nicht so alt, aber. Der soll so in die Richtung gehen. Luis, was geht? Bin auch wieder am Start. Grüße ihn raus. Schade, Mann, habe es nicht geschafft. Ja, vielleicht schaffen wir es noch, eine weitere Sitzung aufzumachen. Also Leute, wer noch nicht geliked hat, lasst ein Like, da würde mich auf jeden Fall freuen. Das echte Toast, Corolla, coole Autos, Dankeschön. Digga, wer kommt, wo ist hier ein Heli? Sieht richtig nice aus hier. Meinung zu meinem LG. Unknown Legend. Oh, der sieht nice aus. Gefällt mir gut. Schönes Tuning. Wie alt bist du? Ich bin 19. Du bist der beste Mann. Dankeschön, Max. Grüß dich raus. Dennis Schröder, guten Abend. Ich bin jetzt auch dabei. Endlich. Freut mich, Dennis. Herzlich willkommen. Was ist das denn hier? Ist denn das? Donald Trump. Das ist nicht dein Ernst. Okay, Leute, wir fahren jetzt hier, guck mal, ich erkläre das jetzt mal kurz. Also, wenn wir jetzt hier gleich losfahren, dann tut mir einen Gefallen. Die LEGs auf einer Seite parken und die Komet auf eine Seite parken.
Aber erst gleich. Gorilla. Was mal cool wäre, wenn du in GTA Gorilla Sarks machst, würde mich freuen. Ich weiß nicht, ob ich sowas machen werde. Redneck schreibt, du bist mega. Digga, wie kommst du auf sowas? Trecker Tom will bei mir mitfahren. Digga, ich nehme keinen mit. Ich habe Angst, dass mir irgendwas kaputt gemacht wird. Ja, es gibt immer jemanden, der steigt bei mir als Beifahrer ein und macht gerne mal eine Scheibe kaputt. So asozial. Ja, das ist... Ich bin schon Ausländer. Gesundheit. Ach so, Rednecks, deswegen. Ralf Schulz, warum kann ich nicht joinen? Weiß ich nicht. Wir sind aktuell 29 Leute in der Sitzung. Theoretisch kann hier noch einer rein. So, Leute, ich erkläre das jetzt ganz kurz, ja? Ja, ich muss erstmal dahin fahren. So. Also, rechts parken die Retro, also die LG Retro, Comet Retro Customs. Und links parken die LEGs. Und vorne? Also. Oh, Derek, ich sehe das Fragezeichen. Aber Donald Trump ist schon vorgefahren. Okay, alles gut. Was machen ohne Retro-Cast-Team? Trecker Tom, einfach bei jemandem mitfahren. Axel, hey, was geht? Lange nicht mehr dabei gewesen. Grüße gehen raus. Angeblich voll? Ja, 30 Leute. So, gute Grüße von Dauergeil. Echte Toast, Dankeschön. Grüße ihn auf jeden Fall zurück, der Drecksack. Ich habe den lange nicht hier gesehen. Was macht der? Was macht der, Digga? Digga, was? Was? Digga, willst du, dass ich ausraste? Park da hinten. Wusstest du gerade nicht, wohin? Derek, ich wusste es. Ulrich, hallo, grüß dich. Komme gleich, fahre kurz weg. Okay. Tobi. Also, Tobi. Du hast jetzt genau bis 6.25 Uhr Zeit. Wenn dein Auto nicht in der Reihe ist, wenn du dein Auto jetzt nicht in die Reihe fährst, ne, bis 6.30 Uhr, dann fliegst du hier raus. Ich glaube, ich habe neue Lieblingsfolgen. 3, 2, 1. Geht doch. So, Ulrich, kannst du mir Geld geben? Ulrich, wenn ich das könnte, würde ich es machen. Definitiv. Nicht. Spaß. In GTA könnt... Nee, ihr könnt hier so kein Geld verteilen. Meint ihr nicht in GTA vielleicht? Ach so, in Real Life. Also, wenn der mir Geld geben wird, also kein Problem. Kleine Spende. Kleine Spende. Jetzt sei mal ehrlich. Guck mal mein Auto jetzt. Grüße gehen raus, Thomas. Was? Wo bist du? Das sieht sexy aus, ne? Hier. Welcher? Der hier reingekommen ist. Hallo. Der LG hinter dir. Fahr am besten hinten hin. Ja, wenn hier mal Platz kommt. Ah, oh, Digga. Wer ist das? Wer ist das? Domme, deine Motorhaube ist kaputt. Oh, Digga. Finn, ohne Witz, also gleich ist echt Finn und du weißt, was Finn heißt. Gorilla, ernenne einen neuen Mod. Rednecks, ja, immer mit der Ruhe. Hast du heute schon SUV-Treffen gehabt? Wäre vielleicht auch cool. Big, wir machen alles. Kleine Autos, große Autos, dicke Autos, dünne Autos. Alle Leute, alle Leute. Gehen jetzt nach Hause. Aber was man hier sehen kann, ist,
Eindeutig LG Retro Custom, viel mehr hier unterwegs. Was, komm, was macht der da? Was macht der, Digga? Ist der mir hinten reingefahren? Digga, der ist hier hinten reingefahren, in die Seite gefahren. Film, du kannst hier noch an der rechten Seite, da ist noch kein Kratzer, da kannst du auch noch reinfahren. Nein. Mein Chat wird auch ganz beschwert über den Typen. Also Finn, ich gebe dir nur noch eine Chance. Sonst musst du mal wirklich zum Gutachter. Kann ich in deine Lobby rein und auf welchem Rang bist du? Ich auf 73. Ulrich, ich bin auf Rang 300, glaube ich. Ja, die sehen schon mal nicht schlecht aus hier. Das ist schon sehr sehenswert. Okay, Finn, ich glaube, du hast das registriert. Ich gebe dir noch eine Chance. Ansonsten bleibst du eine Woche zu Hause. Unfalltipps von Gorilla. Schreibt es euch auf. Lol. Guck mal hier zum Beispiel. Das ist hier bestes Beispiel. Guck mal, wie ich geparkt habe hier, ne? Klar. Einwandfrei. Und der hinter mir geparkt hat, guck mal hier den Abstand. Das ist doch super. Also, hier könnte ich jetzt locker mich noch umdrehen und so in die Ecke pinkeln und hätte noch genug Platz zum Gola, ich bin im Discord. Da stange, dass ich 18 sein muss, um Inhalte zu sehen. Aber ich bin drin. Ja, also sei doch froh. Ist doch gut. Digga. Dirk, ich habe richtig viele Fotos, wie Finn mein Auto abgeschossen hat und kaputt gemacht hat. Ja, also wie gesagt, Finn. Wenn ich die Fotos sehe. Ey. Ja. Was los, Schatz? So, ich muss so eine kleine Ansage machen. Achso, das ist Ted. Pinicchio. Chio Blät. Kakdilla. Nachui. Ich weiß nicht warum, aber irgendein Game kann man einstellen, dass du 500 Jahre alt bist. Ey, wer ist denn das hier? Wie heißt der jetzt? Der TH02. Mal gucken, wie lange das hält. So, wir fahren los. So, Bulls Gamer, Servus, grüß dich. Herzlich willkommen. Lars, auch an dich. Herzlich willkommen. Also Leute, wer noch nicht abonniert hat, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. Guck mal, okay, pass mal auf. Ich habe ein Herz. Ich lasse den Drecker Tom mitfahren, ja? Tom, bitte mach das Fenster kaputt. Okay, mal gucken, wie lange mein Auto hält. Bitte mach das Fenster kaputt. Marvel, moin, grüße ich auch an dich, herzlich willkommen. Also Leute, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. Wer neu ist, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn wir das nächste Tuning-Treffen machen. Ja, Thomas, ich muss schon sagen, ich bin ein sehr sozialer Mensch und ich komme den Leuten meistens immer entgegen. Hab gleich, Dankeschön, Lars, grüße gehen raus. Finn Crash schreibt Blood Gaming. Ja, warte, den schnapp ich mir gleich. Will nicht lutschen, aber dein Porsche schaut am coolsten aus. Danke, Bulls. Danke. Will nicht lutschen. So, wie heißt es auf der PS4? Schreib mal Ausrufezeichen PSN rein. Und du fährst so scheiße, dass dein Beifahrer Spiel verlassen hat. Ja, Digga, was soll ich machen? Okay, Leute, jetzt wird es hier ein bisschen knifflig. Jetzt mal sehen, wer Auto fahren kann, wer nicht Auto fahren kann. Ich packe am besten hier alleine. Hast du schon das neue Video von WFG gesehen? Wegen der Dings, dass ein Tuner-DLC rauskommt? Nee. Hast du das nicht heute gesehen oder gestern? Ein Tuner-DLC? Nein, hat er nicht gesagt. Doch. Wann? Doch. Gestern, also nicht, doch gestern war das. Du laberst Scheiße. Guck selber.
Er hat selber gesagt, dass dieser Fun, wie hieß der Fun-Typ da, dass er irgendwie das gedingst hat. Echt? Ja, warte, ich gehe mal hier, WFG. Wo ist meine Abo-Box? Leute, wer noch nicht den WFG abonniert hat, ihr wisst Bescheid, lasst ein Abo da. Korrekter Junge. So, okay. Wo ist er denn hier, WFG? War Spaß. Willst du mich verarschen? Ehrlich jetzt? Ich will nicht sagen, aber da ist jemand im Geistermodus. Passivmodus bitte deaktivieren. Nicht Passivmodus, Radar. Da, wann erscheint das neue, nächste DLC? 5 Minuten 5. Oh ja, erstmal Werbung gönnen. Grüße gehen raus an Marc. Es kommt Police DLC angeblich. Ich lasse das mal so laufen. Ich gönne dem. Ich gönne dem seinen Erfolg. Gönne ihm seinen Hack. Der hat auf jeden Fall momentan so ein Gewinnspiel am Laufen, beziehungsweise so diese Adventskalender-Sache. Da könnt ihr auf jeden Fall richtig absahnen, Leute. Ja. So. Also hier der Drecker Tommy, ich schwör's dir, der landet gleich auf dem Schrottplatz. Drecker Tom, wie viel haben wir in GTA? 10.35 Uhr, wenn das Auto bis 10 Uhr, ja genau. Der hat voll die süße Stimme, oder? Ja, seitdem ist es im Grunde extrem ruhig geworden in Sachen Updates für GTA Online. Weißt du, was krass wäre, wenn WFG jetzt in den Chat kommen würde? Eigentlich haben die meisten und auch der ist locker im Chat, aber also nicht im Chat, sondern im Stream, oder? Redemption 2 erscheinen würde, um beide Spiele sozusagen zeitgleich zu promoten, aber das Ganze ist leider nicht passiert. Gut, der Leaker FunMW2 hatte dies auch bereits gut einen Monat vor dem Release von genau, Red Dead Redemption 2 gelegt, dass es kein neues GTA DLC geben würde, wenn Red Dead Redemption 2 erscheinen wird. Und zusätzlich schrieb er noch, dass das nächste GTA DLC erst im Dezember erscheinen würde. Und ja, mit diesem Tweet hatte er im Grunde zum Teil auch recht, denn es ist ja kein neues DLC erschienen, als Red Dead Redemption 2 rauskam. Aber nun, Freunde, jetzt hat der Dezember ja begonnen und nun frage zumindest ich mich, wann denn jetzt nun das nächste GTA-DLC erscheint. Ich meine, erstens haben wir noch nie über so einen langen... Tut mir einen Gefallen, schmeiß mal einen Finn raus. ...DLC in GTA Online erhalten, denn in der Regel erschienen alle DLCs immer so 3 bis 4 Monate nach dem letzten DLC und nun sind es schon 5 Monate, beziehungsweise 5 Monate sind jetzt nun schon seit dem After-Hours-DLC vergangen. Und zweitens haben wir in den letzten 4 Jahren... Okay. Ja, das stimmt. Also wir haben eigentlich so immer so im Dezember haben wir immer so ein großes Update bekommen. Und das könnte dieses Jahr wirklich sein. Also was das jetzt genau wird, muss man mal checken. Wahrscheinlich wird es erst nächste Woche bekannt gegeben, was das für ein Bild sein. So, ich muss... Ich weiß nicht, das scheiß Spiel ist 5 Jahre alt. Nicht mal einmal kam so ein richtiges DLC. Ja, also ohne Witz, so ein Tuner-DLC, das wäre richtig geil. Kanonenplayer, schön, dass du da warst. Wie heißt du im PSN? Schreib mal Ausrufezeichen PSN. So, ich guck mal wegen Freundschaftsanfragen. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr schon eine Freundschaftsanfrage stellt, könnt ihr direkt eine Anfrage für die Community stellen. So, okay, alle Freundschaftsanfragen angenommen. Der hat sich gemeldet. Ja? Tom, halt schon mal bereit. Wenn du willst. Alles klar. So, darf ich auch in den Discord-Gruppe reinkommen? Bin erst 13. Keine Ahnung, muss deine Eltern fragen. Das sieht echt schön aus hier, echt. Das kann man sich hier geben.
Ja, Derek Boss, also man kann jetzt noch nicht wirklich davon ausgehen, also was für ein DLC kommen wird. Es wird auf jeden Fall eins kommen. Was genau, werden wir dann sehen. So. Er meldet sich. Was ist los, Digga? Nimm die Hand runter. Was ist los? Kann ich deine Frage beantworten? Darf ich auf Klo? So, Digga, hoffentlich kommt leck das. so ein Tuning, die LCW, ja, richtiger. Also Derek, ohne Witz, ne, das ist das Beste, was GTA bzw. Rockstar machen könnte. So wirklich ein Tuner-DLC. Ein richtiges Tuner-DLC. Und ich rede nicht davon, was die hier letztens gebracht haben mit Southern San Andreas Sportscars. Also ich rede hier wirklich von einem richtigen Tuner-DLC. Neue Felgen, Luftfederung und so Breitbau, das wär richtig geil. Bei so einem Schafter. Aber guck mal, nein, Dennis, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Polizei-DLC wird mich gar nicht, ehrlich, gar nicht reizen. Das wird, glaub mir, 2 Wochen spielst du das, da hast du keinen Bock mehr. Aber guck mal, das Spiel ist 5 Jahre draußen und wir machen immer noch Tuning-Treffen. Und wenn die das noch machen würden, weißt du, dass das anbieten würden, das wäre Baba. Davon hättest du auf Dauer halt mehr von. Ja. Dietzelmann, das Thema sind Allergy Retro Custom und Komet Retro Custom. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich hier rauskomme. Ding ist halt, was bringen uns Autos, die fliegen können und schießen? Digga. Was ist das? Das ist Abfuck. Ja, ohne Witz. Also. Ich Was ist meine, das? damals mit dem Doomsday Update konnten die auch richtig den Leuten das Geld rausholen, ne? Ist klar, ich meine, ständig musstest du irgendwelche Sachen kaputt machen und so, musstest du dafür bezahlen und schnell war das Geld auch weg und vor allen Dingen war es richtig teuer. Also die Anschaffung, die du machen musstest und so weiter, das war schon heftig. Und die haben ja gesagt, ich glaube jetzt hier 2018 war das erfolgreichste Jahr, beziehungsweise umsatzstärkste Jahr. Als ob. Ja, also ich glaube 2018 oder 2017. Ich dachte jetzt am Release, ja. Nein. Also ich rede jetzt von Umsatz im Sinne von Ingame. Ach so, ich dachte vom Spielen. Sid Meisterwerk, Grüße gehen raus. Wie heißt es auf der PS4? Also wie gesagt, Ulrich, schreib mal Ausrufezeichen PSN rein. Da müsste auf jeden Fall meine PSN erscheinen. Wann darf ich wieder Okay, rein? alles Finn, klar. in einer Woche. In einer Woche kannst du wieder mitmachen. Dankeschön an Kanonenplayer. So, 28 Leute sind in der Sitzung, Leute. Ihr könnt noch beitreten. Hier machen wir jetzt auch wieder links parken Allergy, nee, links parken Komet Retro Custom und rechts parkt Allergy. Bitte dem Rand entlang. Komm vor uns, die ganze roten Autos, wie das aussah. Lol. So, darf ich mit in deine Party? Also Leute, Party außerhalb vom Stream können wir das mal gerne machen. Im Stream kommen nur meine engsten Leute rein, beziehungsweise Commissioner. Moin, Abo und Like ist da. Schmerli, Dankeschön. Grüße gehen raus an dich. Finde ich nicht. Ulrich, tut mir leid. Also. Meine PSN, die wurde auch gerade gepostet. Solange die Leute nach 5 Jahren GTA Tuning treffen mögen, ist doch alles gut. Ja, Bulls, finde ich auch. Also. Guckt euch an, also wir machen immer noch Tuning-Treffen. Wie viele haben wir in GTA? Wie viele Leute? 29, sagen wir mal, die Lobby ist voll. Wir haben 2:30 in der Nacht. Also das ist schon Wahnsinn. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal geben. Ich meine, bei uns ist das Standard, Lobby ist immer voll. Wir haben immer korrekte Leute am Start. Aber nichtsdestotrotz würden wir uns natürlich über eine gewisse Erfrischung freuen. So, Gaming LP. Hi, Name neu. Herzlich willkommen, Digga. Wann hört der Stream auf?
Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Als ich eben diese Aussage da gesagt habe, Dings gemacht habe, ne? Hm? Als ich mich kurz Ding gemacht habe. Wie soll ich das jetzt erklären? Bohlen? Egal. Du wirst schon gleich sehen. Ich wollte nur erklären, wer, wen ich meine. Mhm. Digga, nimm mal die Hände von der Hupe. Sonst ist die Hand gleich ab. Habe früher auch GTA gespielt. Hatte geile Autos. Ja, das Spiel geht auf jeden Fall. Boah, Digga, also. Ohrenkrebs, sein Vater. Town Down FM. Wie viel haben wir in GTA? 15.30 Uhr. Wenn du bis 15.45 Uhr nicht ausgestiegen bist, bist du eine tote Leiche. Ein toter Mann. Die Zeit läuft. Irgendwie hängt Discord bei mir. Bei Discord? Mein Discord hängt irgendwie. Es klappt doch immer wieder. Sehr gut. King Savage, hi, was geht? Auch an dich, herzlich willkommen. Schick mir eine Freundschaftsanfrage auf der PS4. Ich schick niemanden eine Anfrage, während ich hier am Stream bin, Leute. Erstens dauert das 10 Jahre. Zweitens, wenn ihr mitmachen wollt. Thomas, gute Nacht. Schön, dass du da warst, Digga. Grüße gehen raus. Ja, Dennis, ich weiß, wen du meinst. Ist mir auch schon, Ja, mein Deutsch ist mal wieder richtig gut. So. Letzte Warnung an TH02. Pack die Waffe weg. Ich will keine weiteren Waffen hier sehen. Ich habe dir einen FA über PSN geschickt. Kannst du sie bitte annehmen? Kanonenplayer mache ich. Ich gucke jetzt gerade rein, wisst ihr? So, jetzt hier fallen die Sachen von den Bäumen oder was auch immer. So. Wie heißt deine Crew? Die heißt AutoFanaticsJanTV, aber du bist doch schon länger dabei, du müsstest das wissen. Spielst du Fortnite, vielleicht bald. Verklärung, guten Abend, grüß dich. Alle liken und abonnieren kostet nichts. Dankeschön, Derek. Verstehe ich jetzt nicht. Was? Plagge, warum hast du das gemacht? Ich hab einen Gullideckel verbrannt. Man merkt an deiner Stimme, dass du kein Fortnite-Typ bist. Warum? Tom Kars. Hi, kannst du mich mal erwähnen? Tom, kein Problem. Alle Hashtag Like in den Chat, damit Gorilla euch grüßen kann. Oh, Anthony, jetzt hast du was gesagt. Fahr erstmal hier weg. Abi. Ja. Sogar zwei. Gaming LP, Grüße gehen raus. Frankie, Grüße gehen raus. Zu erwachsen. Ah, okay. Bester Typ. Dankeschön, Tom. Alles klar. Der Arm fährt gar nicht los. Machst du morgen auch ein Tuning-Treffen? Logo Quit, das weiß ich noch nicht, aber kommt auf jeden Fall in den Discord, da gebe ich das vorher bekannt. Ulrich, guck mal, schau einfach in die Videobeschreibung, da steht meine PSN. Du musst einfach den Pfeil nach unten klicken. Mehr ist das nicht. Und hier, Derek, der hat das auch schon 10.000 Mal reingepostet, wie meine PSN lautet. Von daher, ich glaube, so langsam müsstest du es haben.
So Leute, nächster Spot. Ich habe gedacht, wir schaffen heute noch die 150 Likes, aber schaffen wir wahrscheinlich nicht. Deshalb werden wir bei dem nächsten Spot jetzt die Autos bewerten. Gucken, wer das beste Auto hat. Zombie-Skiller, moin, grüße dich auch an dich, herzlich willkommen. Mr. Pink, was geht? Buttermilch ist am Start. Was wolltest du sagen? Jetzt eigentlich noch ein Giftcast of Friends Match? Ich glaube schon. Paul Sosny, Grüße gehen raus an dich. Zu dir passt GTA 5 BO4 oder so. Ja, auf BO4, da habe ich echt Bock mal drauf, Leute. Also, das ganze Gameplay, was ich schon gesehen habe. Mein LED ist weg. Kann ich erstmal mit dem Nero Custom kommen? Nein, Ditzmann, du kannst bei jemandem mitfahren. Keine anderen Autos mitbringen? Wie lange streamst du noch? Ich denke mal so 20 Minuten oder so. Sollen wir hier reinfahren? Gerade am Überlegen. Ja, komm. Oh, diese Felgen hier bei meinem LG möchte ich mal bei einem anderen Wagen haben. So Leute, die, guck mal, die Komet Retro Customs, die parken hier rechts und links parken die Allergies. Welche Felgen, die musst du mir gleich zeigen. Ja, die haben so riesen, die gehen richtig tief. Kann auch jemand was sagen. Fahr so weit vor, wie es geht. So? Komm ruhig noch vor. Bis hierhin. Genau, bleib so stehen. Das Ding ist, die Tiefe von den Felgen gefallen mir, aber das Design von den Felgen ist richtig hässlich. Also. Ja, ich weiß, was du meinst. Das habe ich sehr oft, sehe ich so sehr oft. Wenn man von der Seite so guckt, ohne das Design zu sehen, sieht das geil aus. Aber wenn dir Fortnite gefällt, habe ich damit auch kein Problem damit. Da ich da selber spiele und wir uns momentan meiner Meinung nach in der besten Season befinden. Also ganz ehrlich, Fortnite habe ich... Es ist halt so, ich habe Fortnite nie wirklich kennengelernt und nie wirklich gespielt und deshalb habe ich nie wirklich dafür... jetzt ein Gefühl entwickelt, sag ich mal so. Wie ich zum Beispiel für GTA habe. Ich denke, hätte ich Fortnite auch so von Anfang an gespielt, wie alle anderen auch, dann wäre das wahrscheinlich auch ganz anders gelaufen. Kannst du meine Anfrage annehmen? Ja, ich nehme die gleich an. Joinix, wenn du joinen Season willst. Passt. Was meinst du, Daniel? Ich glaube, dieses Season wird dir mehr gefallen als die andere. Also, dass dir von Fortnite gefällt. Okay. Ich bin wieder am Start. Ich verpasse doch keinen Stream von dir. Guck dich nur. Dankeschön, Creeper LP. Grüße gehen raus an dich. Vielen Dank, Digga. Ja. Also, ich denke, wenn ich dieses Spiel auch von Anfang an gespielt hätte, ja, dann wäre es was anderes. Aber ich springe halt jetzt nicht auf diesen Zug auf, nur weil alle das Ganze so jetzt machen. Ich meine, das Spiel, das kann ja gar nicht schlecht sein. Wenn das wirklich jeder, fast jeder spielt. Nur wie gesagt, ich. Bei mir kam das viel zu spät und da jetzt irgendwie nochmal was neu zu starten, ich weiß nicht.
Gorilla, darf ich joinen? Leute, jeder von euch kann joinen. Einfach erster Link in der Videobeschreibung. Bester YouTuber. Dankeschön, Ennis. Grüße gehen raus. 130 Millionen Spieler spielen Fortnite. Ja, Bulls, Digga, die können ja nicht falsch liegen. Muss ja wohl so sein. Du bist einfach der Beste. Dankeschön, Creeper LP. Dankeschön, Digga. Hat jemand Kopfgeld auf dich gesetzt? Ja, lass den. So, alle mal die Lichter einschalten, Leute. Alle mal die Lichter einschalten. Kuba, was geht? Auch an dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Sehr gut. Ah, das sieht gut aus. Also Leute, kommt mal alle hier hoch. Guck mal alle hier. Oh, Digga. Balkan. Hey, der Balkankäse, ne? So, alle hier hoch. Alle hier hoch. Ich kann ja joinen, weil meine Crew-Anfrage immer noch nicht angenommen wurde. Okay, Shadow. Wir gucken jetzt gleich nochmal rein. So. Direkt im Passivmodus gegangen. Ja. Hey, nicht runterschubsen. Sehr gut. Sieht doch nice aus. Okay, Leute. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir haben jetzt aktuell 21.10 Uhr in GTA. Bis 22.10 Uhr entscheidet euch, wer hat das beste Auto. Und danach spielen wir ein paar Jobs. So. Bei dem Thema ist es schwer, ein geiles Auto zu finden. Kuba, bei uns alles gut, Digga. Endlich mal kein Kind am Stream. Wieso? Die Uhrzeit sind noch keine Kinder wach, oder? Ich guck mal hier kurz nach Crew-Anfragen. Achso, Wochenende, stimmt ja. Oh. Ja, Leute, wenn man Tag und Nacht am Arbeiten ist, dann vergisst man so ein bisschen, dann verliert man das Zeitgefühl. Bitte nimm Anfragen. Ja, ich gucke jetzt. Ich lese auch die Anfragen an, vor, die ich annehme. So, also ich habe hier zwar zwei Anfragen, aber die sind beide versteckt. Also die sind nicht so gemacht, wie in dem Video gezeigt wird. Und deshalb werden sie nicht angenommen und verworfen. Gucken wir mal bei der anderen Crew. So, dann gucken wir da. Hallo, zockt ihr auf der PS4? Ja, das ist die PlayStation 4. Ich check gerade Crew-Anfragen. So, Yoshi, stell bitte eine Anfrage für die zweite Crew. So, die anderen. Also, ob Eisen, Big T, Chris, deine Anfrage ist falsch und Nutty Believer, auch deine ist falsch. Ihr müsst es wirklich so machen, wie es gezeigt worden ist in dem Video, das ich gemacht habe. Wir sind Kinder von Gott. Alles klar. So, Gianni. Also wie gesagt, PlayStation 4. Ich bin Atheist, Gott sei Dank. Nee, Spaß. 22.10 Uhr, Leute. So, ich gehe jetzt mal die Autos durch. So, da haben wir zwei Stück bei mir. Nicht fürs eigene Auto voten. Ja, so sieht's aus. Nee, Rufen, wir starten gleich hier mal ein Rennen oder so. 1, 2, 3, 4 Leute hier. Nice. Ich finde das so lustig, wenn die sich hier so melden. So, gucken wir mal da hinten. So, da hinten steht einer. Hier haben wir zwei. Hier haben wir auch vier.
4, oder? Nee. 3. Einer hier. 3. Alter Schwede. 2. Okay, wir haben einen Gewinner. Der Gewinner ist der Besitzer von diesem Porsche. Er gehört Fingo. Fingo, Grüße gehen raus. Herzlichen Glückwunsch, Fingo. Geilster Porsche. Freut mich. So, okay, Leute. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal was. Aha, wer hat das geworfen? Oh, oh. Jets. Oh. Okay. Ich glaube, ich weiß, wer das war. Ja, boah, ich hab's sogar, ich hatte das ganze Zeit sogar drauf. Nein, nein, es ist nicht derjenige, den du dachtest. Ist jemand anderes. Ja. Ja. Warte, ich guck mir das gerade nochmal an. Obwohl. So, Moment. Also, wenn er es nicht war, dann mache ich direkt hier wieder. Nein, nein, warte ab. Hast du den schon rausgeschmissen? Ja. Okay, dann bleibt man erstmal dabei. Weil, keine Ahnung, diese Fackel lag da, aber ich habe davor keinen Jets gehört. Ja, nee, ist schon richtig. Hast du ihn richtig? Hast du ihn gebannt? Ja. Sehr gut. Also, TH, du kleiner Hurensohn. Viel Spaß. So, okay, Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt einen Job. Aber Leute, ihr habt den Namen gesehen. Ich setze offiziell ein, ich wollte sagen Trinkgeld, ein Kopfgeld auf seinen Kopf. Ja, das heißt, wer den tötet, dreimal, der soll einen Screenshot davon machen, mir schicken, der kriegt von mir $9,000 Kopfgeld. So, okay, Leute. Wir starten Job. Ja, Simon, ein richtiger Loser, ehrlich. Ich überlege gerade, was wir spielen. Was meinst du? Echtes Leben? Nein, nicht echtes Leben. Nee, da gebe ich wohl für solche Hurensinne keinen. Ich würde mich mal einen Döner auf die setzen. So, alle Hashtag Resil. Ja, Anthony, schreibt mal alle rein. Hashtag Resil. Resil, ja. Richtiger Resil. So. Wir haben lange keinen Runner vs. T20 gemacht. Leute, alle mal Hashtag Resil in den Chat. Wenn ich weiß, was das bedeutet, das heißt sowas wie Vollidiot. Guck mal, Fred hat es auch aufgefallen mit dem Radar. Ja, ja, der konnte sich schon die ganze Zeit nicht beherrschen mit seiner behinderten Latzhose, seine Klamotten, sein Stil, das hast du schon alles gesehen, das ist kein, ist halt ein Spasti, egal. Einmal noch Scheiße. Aber mein Auto steht noch, Handbinde. Was die Leute aber nicht wissen, wenn die sowas machen, ist, dass die dadurch in so eine Verderber-Lobby kommen, weißt du? Schon eingeladen? Oh, ja, jetzt. Also Leute, Dankeschön, richtige Ehrenmänner hier. Ey, wir haben Biggie in unserem Chat. B.I.G. Biggie. Wir müssten einen Sonderrang im Discord einführen. Kopfgeldjäger für Feinde der Crew. Boah, Digga, Simon, das ist echt eine super Idee. Dann können wir so welche Huren auf jeden Fall aussortieren. Mal richtig zur Verantwortung ziehen. Asozial, wie dumm muss man eigentlich sein? Du bist kostenlos. Sehr gut. Ich liebe diese Crew, ohne Witz. Richtig korrekte Leute hier am Start. Darf ich deinem Kollegen auch Erwar schicken? Kannst du gerne machen. Pyro-Knaller, mach's gut.
Kennst du nicht meinen Kollegen? Deine Faust? Ja. Digga, wo bist du denn? Dein Bannhammer. Ach da. Einfach $460 einfach nur für Panzer rauszugehen. Lol. So Leute, ihr könnt meinen Kollegen adden, hier ist seine PSN. So, okay. Ja, okay Leute, dann würde ich sagen, wir starten. Ach scheiße, ich dachte, ich kann deine Nachrichten auch löschen. Nee. So, okay, dann spielen wir mal. So Leute, auf geht's. Wer Gorilla eine FA schicken will, kann momentan keine Zeit, schickt er. Schick mir eine. Fingo. Gringo. Nimm mal meine PSN frei. Gringo. Ich bin Kanake und kein Gringo. So, okay. Kennst du Standard? Das Lied? Ja, das ist geil. Das ist eine Stelle. Oh oh, Gringo ist sauer. Ah oh, Gringo ah, ja, ist oh, sauer. Oh. Also, Kevin, mach's gut. Kannst dich mal. So ein Zahnlück. Oh nö, ich bin ganz. Ferrero Küsschen, mach mir nicht ein Püppchen. Psycho, was geht? Unser VIP ist am Start, Digga. Grüße gehen raus. Pro Getix Wolf, ich werde ignoriert. Nein, Digga. Ich ignoriere oh, keinen. Biggie ist immer noch Legende. Biggie, 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 can't you see? No, er wird nicht heißen. Digga, woher kennst du das Lied? Natürlich kenn ich das. Ulrich, ich habe deine Anfrage angenommen. Smoking Paper, Üf Kafferleila. Leon, Grüße gehen raus. Ich kann mich nicht bewegen. Warum? Atemlos durch die Nacht. Ich renne jetzt einfach durch, okay? Ja, okay. Allah. Doch nicht. Lieber nicht. Doch. Einfach Rückzug. Geronimo. Guck mal, wie ich durchrenne. Nein. Nein. Und wie geht's dir so? Handelele. Ich bin jetzt mal. Oh, Digga. Der Bettler hat mich getötet. Okay, was habe ich vor 3 Minuten geschrieben? Du hast doch gesagt irgendwie, dass du ein kostenloser Auftragskiller bist, oder nicht? Och, Leute. Extreme Hunter, was geht? Auch an dich, herzlich willkommen. Gorilla. Was ist los? Jetzt extra für dich, okay? Für mich. Ja, ey, okay. Mach aber keine Musik an. Warum? Weil Stream sonst Rest in Peace. Von 2 Sekunden oder was? Ja, ehrlich. Biggie, 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 can you see? Hey Leute, ihr müsst mal langsam hier vorankommen. Ey, nein! Vorankommen. Oh, scheiße. Johnny, Johnny. Der steht da. Yes, Papa. Ich denk sogar, no, Papa. Scheiße, Dreck. Der ist mit seinem T20 da. Ha, ey. Ja gut. Das ist ja hier kein Glitchen oder so. Oh, wie viele Leben von denen. Oh, Digga, das ist so mies. Oh, Digga, komm, Türkisch Boy. Ach, voll ist einer. Türke mit Messer. Boah, Digga. Oder ich denke, ich tschüss, Digga. Oh, jawoll! Sehr gut. Jetzt wird, pass auf, jetzt wird auseinandergenommen. Boah, renn. Boah, Digga. Digga, das hat im Rücken wehgetan. Oh, nein. I can fly.
Guck mal, er hat den ganzen Text reingeschrieben. Gehört eigentlich Biggie zu irgendeiner Gang? Ich glaube so ein Dings, ne? Zu Crips oder so. Keine Ahnung. Der hat, der gab ja immer West Coast, East Coast, Beef. Tupac Shakur und Biggie ja, Smalls. Tupac war ja, ich glaube, Tupac war ja einer von Dings. Westside. Ja, aber ich will nichts Falsches sagen. Ich halt mein Maul. Wieso? Ist keiner von seinen Brüdern da? So, okay, Leute. Vielleicht mal so eine kurze Frage so am Rande. Ja. Soll ich mal vielleicht so einfach so chillig GTA Mods streamen auf dem PC? So einfach so Autos mal tunen auf dem PC. Ihr guckt zu, wie ich tune. Ihr fragt, ihr könnt ein paar Autos tunen. Oh, Digga, der hat auf die Fresse bekommen. Oha, Johnny. Da war dein Papa. Hä, Digga, ich hab den runtergehauen. Boah, ich hab zwei Kills. West Coast. Amro Club, hello, what's up? Jawohl, ich hab Battler geholt. Nee, Don. Battle dafür, Battler. Dass du nicht stirbst. Boah, Digga, der war gut. Warte. Vielleicht, ich versuch was. Da hockt jemand im Spawn rum. Oh shit. Heutige Musik ist doch scheiße gegen unsere Jugend. Big, wie alt bist du? Do you can play with me? Amro, you can join us if you like. Ansonsten verpiss dich. So. Ich sag erst 31. Meinst du? 29. Boah, Digga, der ist ja 10 Jahre älter als ich. Jawohl. Boah, der hat aber gesessen, Digga. Uff, Kafalela. Ey, das ist mein Kill gewesen. Geh weg. Oh. Minecrafter, moin, grüß dich auch an dich. Herzlich willkommen. Ey, Leute, ihr habt gar nicht geliked, Alter. Wo seid ihr denn? Leute liken. Marcel Davis. Oh, ich liebe diesen Namen. Hallo, Marcel Davis. Hallo, Marcel Davis, mein Name. Wenn Sie ein Problem haben, bin ich nicht für Sie da. Wenn Ihr Telefon kaputt ist, David's active. Hey, was geht auch an dich? Herzlich willkommen. Ruven, hallo. Ruven, du warst doch die ganze Zeit da, Digga. Hi. Auf der One heiße ich auch Marcel da. Naja, Gott sei Dank kann man da den Namen ändern. Digga, warum hast du die Nachricht so früh gesehen? Digga, ich hab Highspeed Internet, Marcel Davis. 1 und 1. Digga, wenn Marcel Davis schreibt, dann kommen die Nachrichten schneller. Komm, die runterfallen. Schnell. Boah, ich renn direkt. Renn, Bruder, renn. Okay, jetzt renn ich nicht mehr. Boah, das Schlimme ist, wenn man die Motoren hört. Ach, jetzt haben wir schon. Komm, wie schön, wie vorbei. Wieder nicht. Boah, Digga. Shit. Uff, Kafalela. Hä? Achso, er ist weggeflogen. I will sleep. Clock is free. Ah, okay. Good night. Good fight. Ey, wer schubst mich hier? See you next time. Ja, Vorgorilla. Ja, renn durch. Was, hast du was überlebt? Komm. Armut, Leute, Alter. Allah. Boah, Digga. Allah, wait, oder muss los? Muss groß. Muss groß. Boah, nein. Digga, bitte. Bitte nicht. Ich guck mal, wo ich bin. Was so klein, Vater, Bruder.
Oh. Alle Würstchen kaufen. Haram. Aber keine Haram-Wurst, ne? Ist eng raus. Lass mich rein, lass mich rein. Moin, moin. Moin, moin, meine aktiven Spritze. Du hast sogar Fleisch. Haram. Was wollt ihr? Cheeseburger? Nuggets? Ey, ich glaube, die campen gleich vor der Tür. Bruder, ich komme hier, ich wollte eigentlich weiter. Oh, oh, lass mich nicht raus. Digga. Ey, hier steht einer. Hier vorne ist einer. Lass mich raus, ich will raus. Oleg, geh weg. Oh, ich will jetzt oben. Also, Oleg, lass mal. Warte. Die Lage ist hier draußen kritisch. Ich würde nicht rauskommen. Ach, scheiß drauf. Viel Spaß. Oh, Digga. Oleg. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich habe so Angst, guck mal, den links hier. Ey. Der kommt, die kommen alle auf dich. Boah, Dick. Hast du meinen Move gesehen? Ja. Ein Döner, bitte. Gerne, Digga. Und ich gehe erst wieder, wenn der Anschluss läuft. Jawohl. Jawohl, Digga. Bitte, bitte, bitte. Jawohl, Digga. Ja, Mann. Fortnite ist da, Digga. Fortnite. Nein. Nein. Oh, Digga. Alles in dir. So high. So high. Match mal die Runde. Ey, Digga, wir haben verloren? Das Spiel ist scheiße. Okay, das ist echt scheiße. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Feierabend und. Alter, Digga, mach mal Schminke in deine Fresse. Wie siehst du denn aus? Leute, ich mache jetzt die Party auf öffentlich. Wer will, kommt noch rein, stellt ein paar Fragen. Oder keine Ahnung was. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. War richtig geil. Ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Euer Gorilla. Mach's gut. Und danke dir. Dennis Can. Jo, gute Nacht.